biblische Ethik, die Bibel, der Christ und der Streit. Streit ist in Ehen und Familien, zwischen Freunden, Mitarbeitern, Nachbarn oder Völkern an der Tagesordnung. Habakuk fragt einmal verzweifelt Habakuk 1, Vers 3 Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht und Zank sich erhebt. Der erste Streit zwischen Kain und Abel endet mit einem Mord. Paulus und Barnabas gehen nach einer Meinungsverschiedenheit getrennte Wege. Aiodia und Syntyche, zwei Frauen aus Philippi, ermahnt Paulus, Philipper 4,2, eines Sinnes zu sein im Herrn. Für die letzte Zeit kündigt Jesus an, dass Matthäus 24, Vers 12, die Liebe der meisten erkalten wird. Die Menschen werden, 2 Timotheus 3, 1 bis 5, unter anderem, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und sogar gewalttätig sein. Streit ist, Galater 5, 19 bis 21, ein Werk des Fleisches. Unsere Selbstsucht ruft ihn hervor. Jakobus 4, Vers 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Da ist zum Beispiel der Zorn, Sprüche 30, Vers 33. Denn das Pressen der Milch bringt Butter hervor und das Pressen der Nase bringt Blut hervor und das Pressen des Zorns bringt Streit hervor. Da ist der Hass, Sprüche 10, Vers 12. Hass erregt Zenkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Oder dann die Habgier, Sprüche 28, Vers 25a. Der Habgierige erregt Streit. Da sind weiter Eifersucht und Neid, Sprüche 6, Vers 34. Falschheit und Verleumdung, Sprüche 16, Vers 28, oder auch Übermut und Uneinsichtigkeit, Sprüche 13, Vers 10. Sogar theologische Spitzfindigkeiten, 2 Timotheus 2, 23, führen zu Streit. Darum, aufgepasst, aus kleinen Querelen können große Schlachten werden, Sprüche 17, Vers 14, wie einer der Wasser entfesselt. So ist der Anfang eines Streites. Bevor also der Rechtsstreit losbricht, lass ab. Und Sprüche 18, Vers 19, Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Auf einmal wird jeder Kontakt abgebrochen, kein Wort wird mehr miteinander gewechselt. Die Schrift fordert dazu auf, vom Streit abzulassen. Sprüche 20, Vers 3. Ehre ist es dem Mann, vom Streit abzulassen. Jakobus 1, Vers 19. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Sprüche 15, Vers 1a. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Oder 2 Timotheus 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein, lehrfähig, duldsam. Manchmal ist es angebracht, eine Äußerung großzügig zu überhören, Sprüche 12, Vers 16. Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer Schmähung überhört, der ist klug. Oder vielleicht sogar, Unrecht in Kauf zu nehmen. Matthäus 5 Vers 39. Wenn jemand dich auf deine rechte backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Sprüche 17 Vers 1. Besser ein trockener Bissen und Ruhe dabei, als ein Haus voller Festspeisen, aber Streit dabei. Vor allem aber wollen wir möglichst schnell nach Versöhnung streben. Epheser 4, 26 bis 27. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Bevor wir eine Gabe zum Altar bringen, sollen wir uns so Jesus versöhnen. Matthäus 5, 23 bis 24. Wie viel wertvoller als ein Kontaktabbruch ist doch die Vergebung. Jakob und Esau, Joseph und seine Brüder, sie zeigen uns, dass eine Versöhnung mit Gottes Hilfe möglich ist. Darum 2. Korinther 13, Vers 11a. Im übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden.